Ja, doppelte Punkte. Halt die Klappe. Hallo zusammen, willkommen zu einer kleinen Runde Trivial Pursuit live auf der PS4. Hallo. Mit der Dani zusammen. Das Spiel gibt es noch nicht zu kaufen, aber wir testen es für euch schon mal vorab. Das ist auch so eine kleine Vorab-Version. Genau, und zeigen euch, wie dumm wir sind. Ja. Weil wir nichts wissen. Weil wir mal weiterdrücken müssen. Wer darf denn anfangen? Ich wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ah, sehr gut. Bitte wählen Sie eine Kategorie. Wählen Sie Klugspieler 1. Es stehen Bonuspunkte auf dem Spiel. Dann nehme ich das. Was? Didaskalinophobie? Didaskalin? Das ist wahrscheinlich wieder lateinisch. Ich hätte fast gesagt, es ist das. Woo! Warum ist das Angst vor der Schule? Hast du falsch gemacht? Ja, ich dachte, das ist Angst vor hinausgehen. Nee, das heißt irgendwie anders. Ich glaube, irgendwas mit Hinausgehphobie. Bonuskategorie wählen Spieler 1. Warum das? Dann nehme ich mal Kunst und Literatur. Warum nimmst du denn nicht Sport? Um dich zu ärgern. Schauen wir mal. Pass auf. Ah. Ich hoffe, das war das richtig. Genommen. Guck mal, jeder hat eins. Kann nur einer gewinnen. Ja, Mann, voll. Ich wollte es erst nehmen. Ich war mir total und war's auch zwischen den beiden. Ja, genau. Ja, doppelte Punkte. Halt die Klappe. Welche Grundzutat? Jawohl. Das kam mir zu einfach vor. Nee, ist ja Mittelalter. Da dachte ich so, oh, vielleicht kenne ich auch keinen Kakao. Jawohl. Erste Ecke schon mal fertig. Geosmin. Nimm einfach mal das. Nein. Ich wollte es erst nehmen. Ich dachte, Geo ist so wettermäßig irgendwie. Geo ist wettermäßig. Ja, dachte ich. Passt besser. Die letzten sechs Antworten von Dani, die waren falsch. Krieg ich jetzt einen Mitleidspunkt? Na, ich glaube nicht. Oh, Mano. Warum denn? Der Pelikan, der macht doch immer so. Der schmeißt er doch hinten so. Ja, deswegen dachte ich ja. Ja, aber das ist doch nicht kopfüber. Doch, für mich schon. Für den Pelikan schon. Endlich haben wir was richtig gemacht. Ich bin nicht immer so blöd, möchte ich bitte sagen. Auf den vierten Platz. Ja. Der Computer ist eh besser als wir. Aber ich bin immerhin erste. Aber wir ziehen ihn noch ab, gibt ja drei. Immerhin erste von hinten. Der nah dran Turbo kommt jetzt. Turbo? Mögliche Antwort. Wählen Sie die beste Antwort aus dem Rest. Ach lol. Je höher Ihre Antwort gewertet wird, desto mehr Punkte gibt es. Das ist lustig, da muss man sich schnell entscheiden. Ich kann mich nicht schnell entscheiden. Dann nimmst du das, was immer bleibt und kriegst die wenigsten Punkte. Ja, diese, oh. Ich durfte immer noch nicht. Klar, du musst nur mal dein Tier, den mit dem. Ach so, na toll. Ja, wir waren aus. Mal sehen, wie gut die Antworten waren. Ich kannte noch den toll, einen. Meins gab's natürlich gar nicht dabei. Doch klar. Nee, aber gibt keine Punkte. Nur die ersten vier kriegen Punkte. Wo bin ich denn? Oh Mist, da unten bin ich. Oh Mann, oh. Ah, du hast deine erste Ecke. Oh. Vielleicht auch Tank. Hättest nee, verarscht mich jetzt, ne? Wer hat die beste Wahl getroffen? Computer Space? Oh, krass. Noch eine Ecke. Warum kriegst du so viele Ecken? Achso, okay. Miss Pac-Man, die meisten Punkte. Was weiß ich? Kirsche kam so oft, fand ich. Dachte ich mir doch. Was hatte ich denn? Ah, ich hatte die Banane. Ja, geil. Banane. Oh, Unterhaltung. Ja, jetzt guck mal, warte. Jetzt verkacke ich bestimmt. Kommen wir schon voll die guten Fragen für dich. Ja.
Oh, schnell was drücken. Toll, alle schon weg gewesen. Ich wollte auch unheimliche Begegnung der dritten Art nehmen. Der weiße Hai? Krass. Was für eine Runde. Ach, das war's schon. Warum kamen denn jetzt bei Unterhaltung nur so wenig Fragen? Platz 3. Platz 2. Ja, ich habe mich hochgearbeitet. Die anderen auch gewählt, Sport und Dings. Oh, ist aber knapp. Weiß ich nicht. Die Finalrunde. Beantworten Sie eine Reihe schneller Fragen. Oh, schnell ist nicht gut. Oh, schnell. So nacheinander? Nee. Antwort kann die Wissensecke kosten. Oh, oh. Lol. Ja, macht ihr alle falsch. Jede Kategorie bringt eine Wissensecke. 6 bringen den Sieg. Oh, cool. Ich bin so unter Druck. Also muss ich nur 3 richtig haben und keine falsch. Nein, ich glaube. Biologie, Chemie, das Weltall. Bei Wissenschaft und Technik. Jawoll! Bestimmt jetzt falsch gemacht. Keine Sorge, bei der nächsten. Oh nein! Achso, das gibt dann eine Wissensecke. Hatte ich recht? Sport und Freizeit. Ja, Blackjack. Ich dachte, beim Poker würden die bluffen. Na toll. Ah, das ist, glaube ich, Pokern. Achso, du bist dann raus. Ach so. Und der Gewinner kriegt die Ecke. Jawohl. Jetzt habe ich es auch verstanden. Da Unterhaltung, jetzt kannst du punkten. Ach, alles zur Unterhaltung. Hans Zimmer macht mehr so... Ah, ne, sag ich jetzt lieber sind, nicht, ne? Das sind aber beides. Echt? Meine ich, ja. Keine Sorge, bei der nächsten... Ich rate eigentlich immer nur. Ich meine, Hans Zimmer kenne ich, aber... Hör auf! Sorry. Machen wir nicht alles nach! Was weiß ich? Dann nehme ich jetzt den. Ah, du machst mir alles nach, du guckst ab. Nein, ich dachte nur, wenn der jetzt dreimal hat, dann kriegt der. Kriegen wir jetzt beide eine? Ja. Jawoll. Mist, ich hätte nur gerne eine Stechfrage gehabt. Kultur und Ereignisse damals und heute mit Geschichte. Oh Gott. Sagt der Bruder von Tut Nix. Oh. Hä? Ach ne, das war falsch. Nein. So ein Pech. Eine falsche Antwort ist das Aus bis zur nächsten Kategorie. Oh Mann, oh. Machen wir weiter. Aber wenigstens beide falsch. Ja, dann geht's weiter. Oh. Ja! Ich mach's spannend. Jetzt kommt Kunst und Literatur, glaube ich. Nein. Das kann ich nicht. Comics, Tanz, Bücher und Theater. Kunst und Literatur. Oh, toll. Dann nehme ich mal den. Sorry, oh, Mann, schon wieder draußen. Oh, so spannend. Ich verliere immer. Hast du jetzt noch eine? Oh nein, jetzt gewinnt die noch. So, jetzt kann ich abziehen. Was kommt denn jetzt? Ach, Wissenschaft und Technik? Das war schon. Oh nein, Geografie! Viel besser für dich. Oh. Was? Oh gut, wir haben alle das gleiche, wenn falsches ist. Gut. Boah, schade, aber heute das andere genommen. Komm, ich kann nicht hinzukommen. Oh nein. LOL! Und jetzt denke ich mir mal so, jetzt war zweimal Neuseeland nicht. Da muss jetzt Neuseeland richtig sein. Yeah! Oh, ist das spannend. Oh, was macht das Spiel, wo wir ihn alle gleich haben? Oh Mann, ich dachte, in Australien ist alles giftig. Ja, aber da stand keine Einheimischen. Ich dachte, die sind vielleicht von woanders eingewandert. Kiwivögel?
Kann man die so pflücken und essen? Jawoll! Aber komm, ich hab noch gut aufgeholt. Das stimmt. Ich möchte gerne einen Kiwi-Vogel essen. Das habe ich in der heutigen Session gelernt. Das ist ja voll brutal. Wenn er nach einer Kiwi schmeckt? Der schmeckt aber nicht nach einer Kiwi. Boah, bist du gemein. Ja, ich hab gewonnen. Die applaudiere ich jetzt nicht mehr. Das hast du dir jetzt verbockt. Sehr gut. Wer es auch spielen wollt, guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Ich packe da irgendwo mal einen Link rein, wo ihr das vielleicht kriegen könnt. Ist, wie gesagt, noch nicht draußen, deswegen... Aber es ist haltet die Augen offen. Sehr spannendes Spiel. Ja, man kann es bis zu 4 Spielern spielen und auch verschiedene Spielmoden. Und ich möchte bitte betonen, dass ich noch auf den 2. Platz gekommen bin und am Ende eigentlich die Beste war. Weil ich nämlich viel mehr Ecken gewonnen habe. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu meint. Haut rein, tschüss.